So, willkommen zurück. Folge 20, würde ich da mal sagen. Plasma Rifle fast. Erforscht, Thermogenerator am Bauen, Satellit am Bauen. Ja. Auf zum Scan. Ah, und genau, Plasma Rifle. Assign new research. Plasma Rifle now available for manufacture. Die ist nämlich echt fett. Plasma Pistol oder Plasma Cannon? Plasma Pistol ist wichtiger, finde ich. So, jetzt würde ich gerne mal die ENBs angreifen. Assault. So, jetzt nehme ich mal meine besten. Colonel Guppy. Major Hardcore Saxony. Major Line Added Unit. Loadout. Du kriegst auf jeden Fall. Nein, nicht das Exalt Sniper. Make Items Available. Accept. Das tut mir gerade leid, aber Clear Unit. Ich brauche den Support. So, jetzt habe ich hier ein Assault, Heavy Sniper. Ich denke, das geht so. Make items available, accept. Loadout, was mein Anteil. So. Dann das. Noch ein Medikit, Dankeschön. So. Edit Unit, Loadout, erstmal die neue Panzerung. Und dann noch das schöne Laser Rifle. So, er hat eine Aim von 115. Alter, wenn das mal nicht ordentlich ist. So. Und hier, die habe ich auch noch dabei. Mit dem Arc Thrower. Ja, ich würde sagen, so gehen wir mal da rein. Launch Mission. Strike one. Prepare for landing. Begin Assault. Jetzt wird's richtig lustig. Folge 20. This skeleton key should allow you to breach the alien compound. We've only got one chance to make this work though. So let's make sure we do it right. Wir haben nur eine Chance. Die armen Leute. So. So far we don't have visual confirmation on the hostiles. I wouldn't get too comfortable though. We're expecting heavy resistance. They're probably moving into position as we speak. Oh. Tja. Tja. Ja, du kommst bis dahin, von daher. It looks like we found where they've been taking the abductees. But that still doesn't explain what the purpose of all this is. Tja, sie entführten Menschen und sind wohl in diesen Tanks. Aber wozu? Das ist noch die große Frage. So, Crater, Sadka Saxony. Jawohl, Sir. So, du gehst einfach mal hier hinten hin, denke ich. Das wäre die beste Variante für einen Sniper. Allerdings musst du schon irgendwie relativ weit vorne mit hin. So, und jetzt habe ich hier noch meinen Support. Nehme ich lieber auch ein bisschen, glaube ich, nach hinten. Ein bisschen Stück nach hinten. Sie kommen natürlich genau auf der anderen Seite. Chrysaliden, na herrlich. Wie viel 8 Leben haben die? Ich glaube, die nageln mich erstmal hier fest eine Runde. Ne? 7 Damage. 50% Critical, komm.
Nein, trotzdem nur 7 Schaden. Trotz Special Shot sozusagen. So, der macht das mit dem weg. Erledigt. So, der haut auch mal eine Runde drauf. Und trifft nicht. Oh Gott, wo schießt denn du hin? Mann, Gubi, ey. Hast echt schon bessere Tage. So, der hat erstmal 6 rein. Aye, aye, Commander. 76. Moment mal. Nein! Na egal. Ich sterb doch am Overwatch. Na, darfst du halt eine Runde. So. Dahin und mal nachladen, würde ich sagen. Schön die Aufklärungsarbeit nicht vernachlässigen. Immer schon verteilen, meine Leute. Oh, der ist ja gedasht. Logisch. Die hat nie geschossen. Okay. Good to go. So, du gehst dahin. Achso, du darfst eh nicht mehr schießen. Kannst auch nachladen. Ich habe gar keinen einzigen Overwatch. Noch einen. Ich mach mich auf. So. Tja. Gehen wir mal so dahin. Nochmal nachladen. Overwatch, dankeschön. Die fassen wir auf so 2, außer bei denen. Hätte man, ich kann doch. Nein. Ich kann theoretisch die Dinger da durchwerfen. Gucken, was dahinter ist, aber ich weiß nicht, ob das hier so sinnvoll ist. Ich kann das sicherheitshalber tun. Mal gucken, was passiert. Gefechtskenner läuft. Oh! Na geil! Zieke und Chrysaliden. Die nichts tun. Moment mal. Das ist Guppy. Du wirst Overwatch. Du gehst auf Overwatch. Du gehst einen Schritt zur Seite. Und dann auf Overwatch. Ich gehe auf Overwatch. Du gehst auf Overwatch und du läufst dahin. Alles vorbei. Gerade. Ah doch, mein Sniper hat getroffen. Durch die Wand. Sehr gut. Und der hat getroffen. Feind in Sicht. Stealth Mode. Schade. Der zerballt mir selbst die Deckung. Oh shit. Das mit den Overwatch war eine scheiß Idee. Oh, die können sogar schießen, die Dinger. What? Hab ich irgendwas gegen Stealth Mode drin gehabt? Aua, aua, aua. Ah, 6 Schaden tut echt weh.
86% up to 7 damage. Ja, komm, machen weg. Also das Vorgehen war ziemlich nutzlos. So, dann kann die nachladen. Die nachkommen. Begebe mich auf Position. Ein Stück vorlaufen und nachladen. Okay, der will sich das Leben wiedergeben. Brauche ich auch jetzt gerade nicht heilen. Ah, wenn er nicht mehr. Ich muss die Gift heilen. Na, das Ego ist jetzt wieder voll. So, perfekt. Position bestätigt. Dahin und mal nachladen. Zeit zu kill. Kann ich darüber gucken, wenn ich das mache? Hunt him down. Das ist ja süß. Bam! Einer ist mal weg. So, bis dahin und mal nachladen. So, du gehst mal dahin. 54, komm. Gerade. Tja, du gehst wahrscheinlich auch mal dahin und lädst nach. Der rennt wohl zurück. Jetzt geht es ja noch, ob relativ wenig Schaden genommen für das, was ich gerade schon begegnet bin. Daher an der Stelle bin ich relativ froh. Mal noch eine Runde nachladen. Du hast auch nochmal vor und gehst du das nachladen. Du hast schon nachgeladen, da kannst du deutlich weiter vordashen. Keine Deckung mehr. Begebe mich auf Position. Dahin kann ich noch gehen. Position bestätigt. So. Overwatch. Hier ist schon zerschossen. Hier kann ich also durchgucken, wenn ich mich da anbegebe. Denke ich. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mal gucken. Hier sitzt. Ne, kann ich hier durchgucken. Ist noch voller Deckung. Ist bloß was kaputt gegangen. Gib Gas. Ein bisschen nach hinten absichern. Für die andere Seite. Da drüben ist noch Platz sozusagen. Gypsy. Roger, ich mal dahin. Du bist auf Overwatch. Mein Sniper muss nicht noch näher ran. Hört ihr das? Das sah irgendwie komisch aus hier oben, als wäre irgendwas in Stealth gegangen. Oder ist es einfach nur von der...
Keine Ahnung. Ich mach mich los. Bin unterwegs. Los jetzt. Mal nachladen eine Runde. Das ist Mr. Assault. Bewegst du mal mit dahin bitte? So, wo packe ich dich hin? Und wozu? Wahrscheinlich einfach hier dahinter. Moin, Snorpel. Ziel bestätigt. Okay, da kommt der Angeschossene. Oder schon mal versucht drauf zu schießen. Typ. Vor. 76%, komm, machen weg. Also nicht dein Ernst. Sie wollen sich zurückziehen. Hab ich den Zinn bin schon mal gefangen? Spielt glaube ich keine Rolle, weil ich komme eh nicht so nah genug ran. Im Übelst von Keks, ich habe keine Lust hier vergiftet zu werden eigentlich. Kann sein, dass ich jetzt gerade so weit reingelaufen bin, dass ich vergiftet werde. Yes, sir. Ja, es war dumm, den Sniper hin zu positionieren, aber naja. Geht gerade nicht anders. Wenn ich die Leute mitnehmen will. Jetzt sehe ich mir noch Brutalisten an. Da soll ich jetzt nicht reinlaufen, sonst wäre ich vergiftet. Bereit zum Angriff. Das ist übelst nervig, wo der liegt. Komm ich da hin? Dann kann ich, okay. Ich hoffe, ich vergifte mich jetzt nicht mit der Aktion. Doch, ich vergifte mich. Perfekt. Oh, die kleinen Viecher, die Reparaturdrohnen. Auf dem Weg. Der muss man dahin, der muss man meinen Sniper heilen. Momentan ist einfach nur vorrücken. Es tut mir leid, dass es ein bisschen uninteressant ist vielleicht, aber ich will jetzt nicht irgendwie da reinpreschen. Ja, ich bin dumm, dass ich eine Runde zu früh dahin gelangt bin. Oh, ich kann sogar schon treffen. Na gut, dann hau ich ihn halt weg. Ein 10er Critical. Jetzt werden die Drone Beams erst aktiviert, dass sie sich bewegen dürfen. Den habe ich doch, der sollte heilen. Position bestätigt. So, 6 heilen. Das wird wehtun. So, und ihr bleibt dann mal auf Overwatch, würde ich sagen. Puh, bei dir. Wahrscheinlich einfach mit der Pistole auf Overwatch, weil sonst triffst du eh nichts. Von hier aus. Und daneben. Oh, damn it. Wir finden den Rückzug an die Flanken. Ja, triffst du nochmal? Jawohl. Dankeschön. I'm about to start keeping score. So, und du?
Jetzt auf jeden Fall mal hier hin. Mal nachladen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vor will, weil jetzt kann mein Sniper noch nicht schießen. Ich glaube, mehr als ein oder so soll ich da erstmal nicht vorschicken. Feind in Sicht. Oh. Das Ding ist nervig. Das ist richtig nervig. Das ist mein All-In. Mein Support darf hier hinten bleiben. Die Pixel machen es auch wichtig, weil die reparieren dann die großen Roboter. Das ist super nervig. Daher ist es schon passend, dass ich die jetzt hier wegmache. Oh, shit. Dass er so weit gucken kann. Beziehungsweise ich. Da war der Overwatch. Ich mach mal eine Runde auf Overwatch. Bis wohin komme ich? Komplett bis dahin. Das nützt mir nie so wahnsinnig viel. Dann lasse ich die immer dahin laufen. Ach, das ist schon gedasht. Ich glaube, um sich wirklich gut zu bewegen, muss das Ding sich nämlich mal einklappen und dann wieder ausklappen. Bin mir aber nie ganz sicher. Dass hier kein Meld gibt, kann ich auch relativ entspannt vorgehen. Würde ich mal behaupten. Keine Ahnung, was sie da storen. Position bestätigt. So, ich habe mit meinen Leuten hier runtergehen müssen. Hm, toll. Ja, auch wenn sie da keine Deckung haben. Warum dürfen die hier nach vorne rüber runterspringen? Das verstehe ich nicht. Im Laufschritt. Ach, ich hätte einfach rübergehen sollen. Ich trottel. So wie mit dem jetzt. So, dann müssen wir meine Leute auf jeden Fall nachrücken. Geht nun mal nicht anders. So, hier oben habe ich aber erstmal halbwegs Sicht. Nee, nicht Drifter. Going in for the kill. So, du gehst mal davor, weil wenn sie auf Overwatch sind, ist es nicht so schlimm bei denen. Oh Gott, die falsche Waffe. Gut, dass es trotzdem trifft und tötet. Oh Mann, bin so ein Trottel. Jawohl. 85. Ohne Critical. Na, dann kann ich auch den 100er ohne Critical nehmen. Ist keine Bedrohung mehr. Position bestätigt. So, ich könnte eine Schredderrakete da hochjagen. Weil das Ding hat echt viel Leben, wie ihr seht. Ja, ich glaube, das wäre sinnvoll. Shredded. Dann sehe ich deutlich mehr Schaden für den nächsten Treffer. Muss noch 10 Schaden machen. Das kriege ich bestimmt irgendwie hin. Oh, Watch ausgelöst, sehr gut. 11 Schaden, tot. Cyber des Cannon. Jo, das ist Gubis Handwerk. Bumm, tot. Hm? Hm? Hier oben war gerade einer, oder?
Bin ich doof? Ah, ne, da. Oh. So, der halbe Deck macht das Volldeck und zählt, aber nämlich nicht so kritisch, wenn der da drüben ist. Ich muss allen aber mit meinen Leuten mal wieder aufholen, glaube ich. So das Gefühl. So, mal nachladen. So, Gypsy, du musst wirklich aufholen. Reaperman, Mann, du bist ewig weit hinten. Das Brüllen hier runter. Bin unterwegs. Ist alles keine Deckung, die ich nutzen könnte. Toll. Jawohl, jawohl. Die doch noch nicht dashen. Okay. So, du lädst mal nach, hast mich noch nicht nachgeladen. Ich begebe mich auf Position. Ich glaube, echte komplette Deckung ist ein bisschen wichtiger. Warum sehe ich die eigentlich? Das raff ich nicht. Wenn die mich nicht sehen, sollte ich sie eigentlich auch nicht sehen. Bereit zum Angriff. So. Und du gehst mal mit da hoch. Damit ich ein bisschen aufgeteilt bin. Drei Leute. Hunt him down. So. Das habe ich nämlich auch wieder im Sicht. Fünfziger Critical. Au. Der ging schön ins Gesicht. Wer kann den wegmachen? Jawohl. Und tschüss. Bin dran. Begebe mich auf Position. Hat sogar getroffen, sehr gut. Und er musste sich dafür bewegen und ist außerhalb der Sichtweite gegangen. Das finde ich sogar ziemlich gut. Da kann ich nämlich noch hier irgendwas mit hochnehmen. Kann ich meinen Gypsy noch mit da hochnehmen, ohne dass da irgendwie Gefahr besteht, dass ich direkt weiß, dass sie da ist. Oh, er springt runter. Warum springt er denn runter? Hä? Warum? Warum macht man sowas? Das raff ich nicht. In Bewegung. So. Ja, du kannst gerne mal bis dahin. Das ist sehr gut. Ein bisschen lahme Leute habe ich hier unterwegs. So, mein Sniper auf jeden Fall wieder weit, weit vorziehen. Hab's gehört. Overwatch da stehen, würde ich sagen. Und du gehst dann mit Overwatch. Mal sehen, was er jetzt macht. Ich verstehe es nicht, was er da wollte.
Oh shit. Das war jetzt nicht erwartet. Ich dachte, der kriegt den. Okay, der ist tot. Sehr gut. So, da kannst du erstmal hier hochgehen und eine Runde nachladen. Dahin und erstmal auf Overwatch gehen, bitte. Damit ich mal auf Overwatch hab. Du gehst dahin. Du gehst auch auf Overwatch. Du gehst dahin und lädst nach. So, der Rest drückt, glaube ich, einfach mit vor und lädt nach. Einfach nur, dass ich wieder schön kämpfen kann. Gut. Hier? Was zum Kuckuck? Muss ja nie gewesen sein. Okay, dich habe ich hier ganz vorne. Ist ja okay. Die Sache irritiert mich übelst. So, ne, ich meine nicht meinen Support ganz vorne hinschicken. Bin schon da. So, du kannst mal dahin gehen. Gypsy will ich immer noch nicht ganz vorne hinschicken, Leute. So, du kommst sogar bis dahin, das ist sehr gut. Guppy geht scharf. So, du bewegst dich auch dahin mit. So, mein Support. Also ich will immer hier stehen lieber. Und mein Sniper Dix. Ah, da kann ja nicht wirken. Egal. Hab ich jetzt dahin geschickt. Pech. So. Den muss ich hier hinschicken, damit er wirken kann. Oh, ich muss mal kurz verschwinden. So, da bin ich wieder. Noch haben gegessen. So. Eigentlich alle Positionen. Mein Sniper kann nicht schießen, okay. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Hm, ist nicht mal jemand was. Nicht mal jemand. Nicht mal jemand was. Blablabla. Komm ich irgendwie in größeren Komplex jetzt? Wieso Gegenangriffe oder so sind die gar nicht scharf drauf anscheinend. Oh, mit der hätte ich mir nachladen sollen, glaube ich. So, die schicke ich hier hin. Geht ihr da, gehst du darüber und mein Support geht mal bitte hier hin. Ja, ich weiß nicht, was ist. Mein Chrysalisten, ja. Der kann wieder da nicht mehr wirken. Einmal durch das ganze Team, bitte. So, jetzt kann man hier vorgehen und nachladen. So, der kann auch noch eins nach vorne gehen. Overwatch sein. Der kann hier hinlaufen. Also sie hat auch noch fast nachgeladen, also kann sie auch da hingehen. So. Die nächste Runde kann ich dann durch die Tür gehen, würde ich sagen. Okay, sehe ich schon mal nix. Ich gehe erstmal da hin, denke ich. Ziel in Sicht.
Okay, dann nehmen wir Tinman. Overwatch, alles klar. Sniper, du wirst mal... ich würde eigentlich gerne mit irgendwas anderem vorgehen. Mit dir zum Beispiel. Gerade bei Run and Gun und so. Die können sogar noch hier hochgehen. Dass sie sich dahin bewegt. Wupp. Baller. Ungünstig. Ganz ungünstig. Und er verfehlt. Drei Chrysalisken sind echt scheiße. Gut, dass ich wenigstens Run and Gun drin habe. Krieg ich wenigstens vielleicht noch einen Tod. Aber drei ist echt heftig. Und er kriegt nur den rein. Und trifft nicht mal! Ich muss veralbern. Critical, komm. Echt, der Sniper ist so Gold wert. Wenn du einen hohen leveligen Sniper hast, das ist so fett. Bam, tot. Okay. Position bestätigt. Ich will mal näher rangehen. Schaden. Wenn sie bei ihm nochmal vergiftet, würde ich sagen. Bei ihm. Oh, ne, vielleicht nicht. Ne, werden sie nicht. Sehr geil. Support. Best Support ever. Wird sie aber vergiftet. Und ordentlich verletzt. Aua. Kann sich mal hier nach vorne bewegen. Ich denke, dass wir einen Sniper ein Stück weiter vorholen. Mit der Pistole. Dahin. Das ist so lächerlich. Dass er den nicht sieht. Ich kann sie einfach selbst verteidigen. Bam. So, mach ich jetzt damit. Ich kann das mal hier reinstellen. Für die Deckung. Genau. Super Idee, baller einfach auf den großen Reaktor daneben. Poison, ja, die muss ich halt heilen. Oh, du musst jetzt dahin. Daneben geschossen. So, Gypsy Shit. Dann musst du hier hingehen. Und Gypsy muss sich hier heilen. 5 Heilung. Unterwegs. Hey, 56 und macht den blöden Typen weg. Ich hatte keine Kugeln mehr. Mal nachladen noch runter. Ah, das ist der andere, okay. Oh, der schießt mir jetzt natürlich mal schön in die Seite. Ungünstig, oder ne? Er schießt halt nicht, er läuft nochmal eine Runde. Warum läuft es nicht? Schreibt sich da oben auch zu 95%. Und tot. Oh. So, hier gehe ich jetzt oben rum.
Problem ist, ich komme hier nicht mehr richtig gut runter, glaube ich. Weiß nicht, ob ich da runterspringen darf. Zu 100%. Deswegen gehe ich, glaube ich, erstmal dahin. Und lade nach. Wieder am Start. Gleichzeitig kann ich ja vielleicht mal ein bisschen was nach oben schicken. So, da ist keine Deckung. Rücke aus. So, mal dahin, da habe ich relativ viel Deckung und Nachladen. So, die All-In-Tussi. Dahin und Nachladen. Ach man, die haben echt fast draufgegangen, so mein Support. Was sage ich hiermit? Damit sie symmetrisch halb uns aufteilen. Frage ist, ob man das symmetrisch aufteilen will. Okay. Nein, ich gehe jetzt nicht wieder in das Gift rein, dankeschön. In Bewegung. Yes, sir. Sei mal nur, damit es mal tot ist. Das ist Quatsch, mich da so hinzustellen, das ist mir vollkommen bewusst an der Stelle. So, du gehst jetzt mal dahin. So, ich könnte sogar bis dahin springen, aber das will ich gar nicht. Sprinten, springen. So, Gypsy. Du bewegst mal mit zu dem, zu meinem Sniper. Run and Gun. Aber erstmal dahin. Hätte ich eigentlich auch keinen Run and Gun benutzen müssen, weil Hupe, da kommt eh nichts hin. Du wirkst auf jeden Fall mal dahin. Der hat mehr Leben. That alien is clearly different from the others. It's wielding a power unlike anything we've previously encountered. Yup. Eine andere Kraft, als wir jemals begegnet sind. Jetzt kommen nämlich die Psychokraft sozusagen dazu. Sobald man das hier einnimmt. So, setz mal neben den. Jawohl, und tot. Sehr gut. Perfekt. Ja, weil die haben noch ein paar Geheimnisse, soweit ich weiß. Central, this is Big Sky. The rubber's on the road and the kids are in the back seat. Over. Roger that, Voodoo 3-1. See you inside. Central out. Something wrong, Doctor? Don't you think a victory celebration is a bit premature at this juncture? We just neutralized their central command. We've got no other alerts on the entire system, and we took out their leader. In my book, that's a win, Doctor. Oh, mal sehen, wie das so weitergeht, würde ich mal sagen, ne?
Commander, I'm glad to see that I'm not the only one who understands this war isn't over yet. The existence of this artifact, which we believe to be a communication device of some kind, begs the question. If the sectoid commander was the alien leader, then who or what was it communicating with? I believe this is indeed the same creature we encountered when we made first contact with the aliens. As we have observed, it is somehow capable of using its mind as a weapon. If we were to study this specimen's brain tissue, perhaps we might be able to adapt this ability for our own purposes. Klingt cool. Research the Hyperwave Beacon, okay. Captain Moose Reaperman. Es ist auch Major Moose Reaperman. Jetzt habe ich hier noch einen Captain, ist ein Assault Captain, Close Combat Specialist. Okay. Adds one damage on critical hits for each enemy the squad can see. Nö, ich finde das ziemlich cool. Da brauchst du nämlich keinen Overwatch mehr benutzen. Und ein Captain Gypsy. Combat Drugs. Smoke grenades now contain powerful smoothies. All units in the cloud. Oh nein, ich will lieber eine stärkere Verteidigung. Zwei Tage und vier Tage verwundet. Zwei Tage ist so sinnlos. Sectoid Commander Autopsy. Cyberdisk Autopsy. Drone Autopsy. Oh, das gab einiges. Alien Entertainment, das ist so geil. Panic has decreased worldwide by 2. Wow, das könnten wir gerade. Jawoll! Damit verhalte ich alles! Ja! Perfekt. Timing, ey. Timing. Sehr gut. Hab ich schon. Ne, Satelliten fehlt noch. Satelliten 3 Tagen. So, dann war das Folge 20, würde ich sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich denke, es war eine sehr passende Folge 20.